Florian Silbereisen erklärt uns das Erfolgsgeheimnis seiner Karriere. Das ist kein Scherz, ich habe meine rote Glücksunterhose und ich bin sehr abergläubig. Wirklich? Ja, wirklich. Aber nur in den Live-Shows. Die Jury findet sich selbst absolut großartig. Das war toll. Ja. Echt. Du warst der Wahnsinn. Oh. Ja. Und wir versuchen eine wichtige Frage zu klären, nämlich ob DSDS demnächst vielleicht für immer abgesetzt wird. Das alles und noch einiges mehr gab es in der letzten Folge von Deutschland sucht den Superstar 2022, dem Format, bei dem es langsam richtig spannend wird und das ich genau deswegen natürlich wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Die Cola ist eingeschenkt, ich bin bereit, dann würde ich sagen, wir können auch direkt anfangen mit der ersten Kandidatin und die ist schon gleich was ganz Besonderes. Ich bin die Christina, meine Freundinnen nennen mich alle Chrissy. Wie Chrissy? Ich dachte, alle Pferdemädchen heißen heutzutage anständig Emily. Aber egal, ihr großes Lebensvorbild sind auf jeden Fall Bibi und Tina. Ich bin so mehr der Landtyp. Ja, und genau wie ihre beiden Vorbilder in der Folge Bibi und Tina reisen nach Wacken, hat sie natürlich auch relativ gerne ihre Freunde um sich. Schön. Und da kommt es auch wirklich auf die wichtigen Sachen an. Hauptsache einfach ein gutes Herz, ne? Bei uns kann man halt einfach so sein, wie man ist. Okay, Chrissys Freunde, dann erklärt uns doch mal, wie ist man denn bei euch? Also worauf kommt es dann eigentlich für euch im Wesentlichen im Leben so an? Wir sind ein Bierclub. Ach so, ja, schön. Aber ansonsten hat Christina uns natürlich auch noch einiges über ihr Leben zu verraten, denn sie macht gerne Sachen kaputt. Ich wurde auch schon öfters als Landei bezeichnet, da ich einfach sehr tollpatschig bin von meiner Art her und sehr trampelig. Super, ich merke schon, sie ist absolut für DSDS perfekt vorbereitet und das wird jetzt langsam auch Zeit, denn sie ist jetzt auch in einem Alter, wo man langsam über ein Seniorenheim nachdenken muss. Ich bin jetzt 29, das ist jetzt irgendwo auch so eine letzte Chance, weiterzukommen, ne? Krass, ich kann das immer noch nicht fassen, dass ich mittlerweile schon über 10 Jahre zu alt bin, um noch Superstar zu werden. Aber egal, Chrissy, warum wirst du denn eigentlich der nächste große Stern? Ich werde der neue Superstar, weil ich einfach anders bin als alle anderen. Cool, insbesondere weil das eigentlich immer alle Leute über sich sagen, insbesondere immer die, die besonders normal sind. Aber egal, Christina war denn jedenfalls vor der Jury leider nicht so gut vorbereitet. Ja, mir geht's soweit gut, ich bin leider ein bisschen heiser, wie man hört. Naja, dann hättest du gestern vielleicht den Abend nicht noch im Bierclub verbringen sollen, aber egal, die Jury fand das eigentlich sogar ganz charmant. Ilse dachte schon wieder nur an das eine. Hey, das kann auch ein Vorteil sein. Das kann auch sexy sein, ja? Ah, ein bisschen cool. Dass Christina übrigens wirklich, wie sie vorhin sagte, nicht ganz normal ist, das kann man vielleicht auch ein bisschen mit ihrem Job begründen. Sie arbeitet nämlich als Saunaleiterin und zeigt da vollen Körpereinsatz. Wenn Kollegen ausfallen, dann gehe ich auch mal mit rein, mach Aufgüsse. In der Sauna. In der Sauna. Mhm, und bekanntermaßen trägt man ja in der Sauna eher selten Frack- und Anzughose. Dementsprechend bekommt sie dann natürlich auch einiges mit. Dann siehst du viel. Dann sehe ich viel nackte Leute. Ah. Ja, aber sie sieht nicht nur nackte Leute, nein, sie muss natürlich auch mit denen in Kontakt treten. Mittelschlechte Fast-Flirt-Sprüche inklusive. Leute zum Schwitzen bringe ich natürlich mit meiner Anwesenheit. Ja, und ich habe ja schon angedeutet, dass sie, wie gesagt, in ihrem Job vollen Körpereinsatz zeigt. Ehrlich gesagt sogar noch ein bisschen mehr, als ich das ursprünglich vermutet hatte. Es gibt halt auch Aufgüsse, wo man dann auch mal den ein oder anderen auspeitschen kann. Beim Thema Sauna hatte Florian übrigens auch eine sehr interessante Geschichte zu erzählen, denn er geht da wohl auch gerne hin, wird aber andauernd angesprochen. Ja, und da muss er wahrscheinlich immer noch Autogramme schreiben, aber er hat ja nur einen einzigen Stift dabei. Kennst du das auch, wenn du in die öffentliche Sauna gehst? Ach Mensch, Herr Silbereisen, wie geht's Ihnen denn so? Wie war denn die letzte Show? Und du siehst und denkst, okay. Eigentlich, wir erinnern uns, ist Christina ja aber zum Singen da und das durfte sie dann auch endlich mal tun. Und ich fand das am Anfang wirklich mega schwer einzuschätzen. Ich liege in deinen Armen, du redest wieder nur von dir. Ich weiß nicht, da waren jetzt glaube ich schon ein paar falsche Töne dabei, oder? Aber egal, wir lassen sie natürlich erstmal fleißig weiter singen. Und alle meine Freunde finden, dass ich leiser bin. Ja gut, fand ich jetzt persönlich eher maximal mittelmäßig. Aber wir wissen ja, die Jury kann uns in diesem Jahr durchaus überraschen. Tobi hat's doch gleich mal wieder gemacht. Deine Stimmfarbe erinnert mich an Natasha Bedingfield. Oh ja, und wusstest du schon, dass Tobi auch mal mit Natasha Bedingfield gearbeitet hat und außerdem ist er der beste Produzent der Welt und ja, und so weiter. Florian Silbereisen wurde jedenfalls bei Christina schon ein bisschen deutlicher. Das war nicht leise, du hast nicht gelitten, du hast nichts gefühlt. Damit ist Christina leider draußen, aber wir können uns immerhin die
nächste Kandidatin angucken. Und wisst ihr, was man bei der auf jeden Fall schon sagen kann, bevor man sie auch nur eine einzelne Note hat singen hören? Die wäre bei Dieter Bohlen weitergekommen. Merhaba, sizi tıraş edeceğim. Glaube ich dir, allerdings musst du, bevor du rasieren kannst, uns heute erstmal deinen Namen verraten. Und ich finde es wirklich spannend, dass das in dieser Staffel irgendwie nur die Hälfte der Kandidaten schafft. Hello Party People, ich bin's Melissa, ich bin 23 Jahre und ich komme aus Heidelberg. Ja, und ich glaube, man sieht Melissa schon an, sie hat eine Menge Energie und positive Ausstrahlung. Aber sie hat auch ein dunkles Geheimnis. Meine Haare sind nicht echt. Aber das bitte nicht zeigen. Nein, Melissa, da musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Weder RTL vor 2 Millionen Zuschauern noch ich vor knapp 100.000 werden das irgendwie in unser Video reinbringen. Versprochen. Das ist Melissa noch mit ihren echten Haaren bei der Arbeit. Ja, und wer auch kurz wie ich geglaubt hat, dass Melissa da bei der Arbeit jetzt Lippen aussticht, um sie dann als Würstin einer Fleischerei zu verkaufen. Nein, eigentlich hat sie doch eine ganz andere Arbeit. Ich bin Kosmetikerin. Kosmetik ist auch ein kreativer Job. Definitiv, und das wirkt sich natürlich auch ein bisschen auf ihr Privatleben und ihren eigenen Stil aus. Und auch sie ist natürlich überhaupt nicht normal. Was, wie gesagt, überwiegend immer Leute sagen, die eigentlich sehr normal sind. Also mein Style kann schon auch crazy sein. Verrückte Nudel, das trifft's. Das Wichtigste ist aber, und das macht ja in Bezug auf DSDS und ihre Stimme wirklich Hoffnung, singen ist für sie nicht nur so ein Nebending, um ein paar Instagram-Follower zu kassieren. Mein Leben ohne Musik würde nicht existieren. Gehört einfach dazu, das gehört zu mir, ein Riesenteil meines Lebens. Kaum, dass Melissa dann die Bühne betrat, gab es, wie ich fand, ein bisschen Dieter Bohlen-Vibes. Und normalerweise würde man ja jetzt vermuten, dass entweder Tobi oder Florian quasi seine Nachfolger sind. Nein, in dieser Sache war es eher Ilse. Hot stuff. Was für eine schöne Frau. Dankeschön. Wow. Na, dann ist doch jetzt eigentlich alles schon fast geritzt. Aber leider musste Melissa ja auch noch singen. Und das ist ja in diesem Jahr anders als in den davor tatsächlich ein bisschen wichtig. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. Ja, weiß ich nicht. Hat mich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig vom Hocker gehauen. Und interessanterweise übrigens die ganzen Senioren, die da immer außerhalb des Glaskäfigs, in dem da gecastet wird, auch nicht. Aber vielleicht wird es ja noch besser. Schon besser. Und außerdem hatte Melissa noch eine Geheimwaffe. Und die hätte in den vergangenen Staffeln auf jeden Fall gezogen. Sie kann nämlich so Sachen mit ihrem Körper. Und wisst ihr dann, was mir wirklich bisher in dieser Pause mal positiv aufgefallen ist? Die Jury hat noch gar nicht mitgesungen und das blieb auch erstmal so. Allerdings hat Ilse dafür bei den anderen Sachen mitgemacht. Gut, also wir haben jetzt, glaube ich, eine, das kann man schon sagen, ziemlich hübsche Person mit einer positiven Ausstrahlung, die sehr gut tanzen kann und die immerhin auch gesungen hat. Ich glaube, Florian war sich jedenfalls erstmal maximal unsicher. Wow! Aber okay, dann fangen wir doch einfach mit unserem Superproduzenten Tobi an. Denn der scheißt nicht nur Platinplatten, nein, er hat auch eine klare Meinung. Ich wünsche mir ein bisschen mehr Rohdiamant, ein bisschen mehr abgeschminkt und mehr Spontanität. Kein Problem, denn spontan ist Melissa und hat deswegen auch total spontan einfach nochmal was gesungen. Und auch da muss ich wieder sagen, war jetzt nicht schlecht, aber geht halt auch besser. Es gibt uns nur in der Nacht, nur im Zimmer 108. Allerdings hat sie hier durchaus bewiesen, dass sie auch mit Gefühl singen kann und sich richtig in den Song reingekämpft. Ich glaube, der Recall ist hier schon wichtig. Tobi war ja nicht so begeistert und deswegen kam es diesmal insbesondere auf Florian Silbereisen an. Und das hier ist erstmal sein Urteil. Nimm uns mit auf eine Reise. Von mir hast du jetzt erstmal ein Ja. Sehr gut. Allerdings muss sie ja später noch durch den Recall, ob sie das schafft. Das müssen wir uns dann natürlich auch mal angucken. Wir kommen jetzt aber erstmal zum ersten männlichen Kandidaten heute. Und der trägt einen wirklich komischen Mantel. Matschit, 22 Jahre alt und komme aus Weiden. Das Gute bei ihm ist, er ist quasi für DSDS schon völlig überqualifiziert. Seine Ohren trainieren schon seit Jahrzehnten dafür. Ich höre halt schon seit ich 5 bin oder was Musik. Krass, mir zum Beispiel hat sogar meine Mama früher als Baby vorgelesen. Das bedeutet dann ja, ich bin der nächste Superstar. Aber hier, Matschit, bist du eigentlich aufgeregt? Nee, ich bin voll entspannt eigentlich.
Ich habe richtig Bock, ja? Ich glaube, wir führen hier gerade ein Interview, aber irgendwie klingelt dein Handy. Das ist schon ein bisschen unprofessionell, oder? Bin gerade ein Interview drin. Kannst du mich noch nicht anrufen? Ja, call me maybe later. Irgendwie gehört er zu den Kandidaten, bei denen ich jetzt nicht ganz genau sagen kann, ob der wirklich in den Recall will oder eher eine Comedy-Karriere starten. Aber egal, noch war er auf jeden Fall super optimistisch. Geh da rein, alles auf den Tisch. Ich sag, pass auf, so und so läuft's, okay? Taugt dir meine Stimme, gib mir ja, taugt sie nicht, gib mir trotzdem ja. Vor der Jury hat er dann erst nochmal erklärt, warum er eigentlich so geeignet ist, um ein Gesangsstar zu werden. Wobei ich die Herleitung ehrlich gesagt jetzt nicht ganz verstanden habe. Meine Mutter hat ein Lebensmittelgeschäft jetzt in Weiden. Super. Und da arbeite ich jetzt mit drin. Okay, und er hat uns auch nochmal erklärt, warum er eigentlich hier trotzdem antritt, obwohl ihm seine Freunde wohl irgendwie eher davon abgeraten hätten. Ja, aber gut, was wissen die schon? Die hören wahrscheinlich erst seit sie 7 sind überhaupt Musik. Weil mir meine eigene Meinung wichtiger ist als die Meinung von anderen. Grundsätzlich steht dann sein Auftritt übrigens unter keinem guten Stern, denn ihm ist was ganz, ganz Ärgerliches passiert. Das meine ich jetzt unironisch, weil das ist schon ziemlich scheiße. Ich habe meine Glücksjacke verloren heute im Zug. Deine Tasche wurde mir geklaut. Oh, nein! Oh, das ist ja schrecklich. Allerdings hat er für den dreisten Dieb seiner Lieblingsjacke auch noch eine Botschaft. Ich bin mir sicher, er wird den Typen irgendwann mit den Gurken aus dem Lebensmittelgeschäft seiner Eltern verprügeln. Und wenn ich dich finde, egal wo du bist, ich hab sowas wie Navi dran. Ich finde dich. Apropos Lieblings- oder Glücksklamotten, da hat Florian dann auch noch eine Geschichte zum Besten gegeben. Und da kann ich mit Fug und Recht sagen, so genau wollte ich das jetzt gar nicht wissen. Das ist kein Scherz, ich habe meine rote Glücksunterhose und ich bin nein, sehr abergläubig. Wirklich? Ja, wirklich. Aber nur in den Live-Shows. Okay, aber wir erinnern uns nochmal ganz kurz. Eigentlich ist das hier eine Gesangssendung und deswegen wollten wir jetzt natürlich vom Kandidaten auch was hören. Wobei, als er angefangen hat, dann auch relativ schnell schon nicht mehr. Naja, aber wer weiß, vielleicht kann auch er sich ja langsam mit viel Gefühl in diesen Song hineinkämpfen. Oder vielleicht auch nicht. Wundervoll. Allerdings war er immerhin auch ein kleines bisschen selbstkritisch. Ja, aber eigentlich auch kein Wunder, denn er hört sich wahrscheinlich schon seit er ungefähr ein Jahr ist selbst beim Reden. Ich habe einen leichten Taktfehler gehabt, das habe ich selber rausgehört. Ja. Von vielleicht einer Sekunde. Ich meine ja, das mit dem selbstkritisch ist ja schon irgendwie jetzt positiv und so. Nur vielleicht dürfte es davon noch ein bisschen mehr sein? Nee, es war eigentlich nicht ganz gut. Okay. Damit gab es 3-mal ja und ich sag's nochmal, in einer vergangenen Staffel von DSDS hätte er jetzt bestimmt ein Messer gezückt, alle bedroht, einen gelben Sack zum Explodieren gebracht und irgendwo wäre ein Vulkan ausgebrochen. Aber in dieser Staffel sind ja alle ganz lieb. Ich habe heute selber ein Gefühl gehabt, dass es nicht gut war, das stimmt. Einfach. Das ist mit der Aufregung war mit. Alles klar, damit können wir dann auch schon zur nächsten Kandidatin kommen. Und ganz kurz dachte ich, die hätte da einen Karateanzug an. Hi, ich bin Charlene, werde auch manchmal Shelly genannt und komme aus Koblenz und bin 23 Jahre alt. Tja, und Shelly macht dann eigentlich tatsächlich gar keinen Karate, hat dafür aber immerhin den schwarzen Gürtel in einer bestimmten Musikrichtung. Und seit circa 3 Jahren rappe ich. Ah, cool. Rappen hatten wir tatsächlich in dieser Staffel ja noch gar nicht so oft. Aber dann sag uns doch mal, wer sind denn eigentlich so deine typischen Rap-Vorbilder? Michael Jackson, von der weiblichen Seite her, Rihanna. Rihanna, ja? Ja, stimmt. Viele bezeichnen ja Rihanna auch nicht völlig umsonst als die uneheliche Tochter von Eminem. Aber egal, sie hat dann jedenfalls tatsächlich mal zeigen wollen, dass sie rappen kann. Und das kann sie wohl wirklich. Independent Woman, gib nur Props an meine Mom. Jetzt mehr Geld als mein Dad, doch Liebe kann man nicht bezahlen. Und ich bin dann ehrlich, mir hätte das persönlich schon gereicht. Und ich finde es ehrlich gesagt auch immer super cool, wenn da mal ein paar Rapper weiterkommen in den Recall oder auch Auslandsrecall. Aber in dieser Staffel muss man auch noch normal singen können. Und ich fand es jetzt eigentlich ganz cool. Allerdings sind die Jury und ich uns auch einfach nie einig. Florian sah es nämlich wieder anders. Wenn überhaupt, dann wäre es wahrscheinlich wirklich so eine Mischung. Ich würde den Nein geben. Von Ilse gab es allerdings ein Ja. Und dann war super mega Überproduzent Tobi das Zünglein an der Waage, während die Zuschauer im Hintergrund so gelangweilt waren, dass sie lieber unter einem Regenschirm auf ihr Handy geguckt haben. Da der Rap gut war, würde ich mal Ja sagen. Cool, damit ist auch sie dann im Recall für diese Folge und den gucken wir uns natürlich auch gleich an. Aber vorher wollte ich dich nochmal ganz gerne bitten, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Denn das zeigt mir zum einen, dass du unbedingt noch weitere Folgen von DSDS auch im Auslandsrecall sehen willst. Und zum anderen ist dieser Wauzi hier sonst ganz doll traurig. Okay, damit sind wir dann auch schon im Recall und da sollte als erste Melissa performen, die den nächsten Satz, wie ich finde, ein bisschen doppeldeutig formuliert hat. Die Jury
meinte ja beim letzten Mal, ich soll mir den Rohdiamanten zeigen. Ja, bevor sie dann allerdings ihre Diamanten gezeigt hat, hat sie es doch nochmal lieber mit ihrer Stimme probiert. Ganz ehrlich, das klang jetzt zumindest für meine Ohren wirklich schon mal viel besser. Küsse ich dich im Treppenhaus, endlich wieder Gänsehaut. Cool. Und ich persönlich meine da jetzt auch eine Menge Gefühl wahrzunehmen. Auch wenn ich bei Tobis Blick immer nicht so ganz sicher bin, ob er jetzt voll bei dem Gesang ist oder gerade an das Eis von vor 2 Folgen denkt. Melissa war aber natürlich nicht die einzige im Recall, denn da gab es ja durchaus noch Konkurrenz. Charlie haben wir ja eben erst überhaupt kennengelernt. Wenn man es in den Recall geschafft hat, will man natürlich auch weiterkommen, ne? Sie wollte wieder beweisen, dass sie beides kann. Also sowohl normal singen wie auch rappen, hat sich diesmal aber für die andere Reihenfolge entschieden. Und ja, ich finde auch, gesangsmäßig hat sie sich zumindest nicht verschlechtert. Naja, und dass sie rappen kann, das hat sie uns ja sowieso schon bewiesen und daran hat sie auch nichts geändert. Hat mir gut gefallen. Gut, nun haben wir allerdings ja in der letzten Folge von DSDS gerade erst gelernt, dass es auch durchaus mal sein kann, dass im Recall niemand weiterkommt. Ist halt die Frage, ob das in dieser Folge jetzt gleich nochmal passiert. Von eurer Gruppe haben es 2 in den Auslandsrecall geschafft. Okay, und die erste, die in den Recall kommt, ist... Und du achte mal bitte auf diese wirklich sehr motiviert guckende Frau im Hintergrund, die gerade an ihrem Eis leckt. Super, aber wie gesagt, die Jury hat sie eben schon verkündet, es gibt 2 Plätze. Und wer kriegt jetzt den anderen? Sehr cool, damit gehören diese beiden also auch schon zu den Top 25 der DSDS Staffel 2022. Wattenzungenbrecher. Und dürfen sich angemessen darüber freuen. Ich bin sprachlos, ich kann nichts mehr sagen. Ich habe das gar nicht erwartet. Ja, und das war dann tatsächlich also nicht nur das Casting, sondern auch der gesamte Recall-Teil dieser Staffel. Dafür musste sich die Jury dann erstmal gegenseitig ein bisschen feiern. Und Mann, war das unangenehm. Das war toll. Ja. Echt. Du bist der Wahnsinn. Oh. Ja. Yay. Und dann haben sie auch noch gefeiert, dass jetzt bald der nächste Teil der Staffel beginnen kann. Und mal so unter uns, kann das eigentlich sein, dass Tobi dann einen Schlafanzug trägt? Wir sehen uns im Auslandsrecall und dann geht's los. Yeah. Dann wurden tatsächlich nochmal alle 25 Kandidaten, die jetzt im Auslandsrecall sind, kurz vorgestellt. Aber das ist ehrlich gesagt viel zu lang, um das hier zu zeigen. Aber ich zeig dir, dachte ich, einfach mal meine 2 kleinen Favoriten. Und das hier ist gleich mal die weibliche Kandidatin, die ich persönlich bisher am besten fand. Melissa Mantzoukas. Und auch einen männlichen Favoriten habe ich tatsächlich gefunden. Und auch bei dem hoffe ich dann natürlich, dass er ab der nächsten Woche im Auslandsrecall möglichst weit kommt. Tizian Hugo. Allerdings gibt es da auf jeden Fall harte Konkurrenz, denn wir erinnern uns, es gab ja auch noch 3 Leute, die schon eine goldene CD bekommen haben. Und die waren natürlich auch ziemlich gut. Das hier war damals die erste. Abby Nova Campos. Und auch die, die von Tobi die goldene CD bekommen hat, gehört natürlich zu den Top-Favoriten. Und vielleicht kann Tobi uns dann ja auch irgendwann mal erzählen, wie toll das war, dass er mit ihr zusammengearbeitet hat und wie großartig er doch eigentlich ist. Emine Knapczyk. Und Ilses goldene CD war ja erst in der letzten Folge und damit noch gar nicht so lange her. Auch eine ziemlich krasse Stimme. Domenico Tarantino. Wie gesagt, der Auslandsrecall fängt dann schon diesen Samstag an und ich bin ehrlich, ich bin ziemlich gespannt, denn ich glaube, da gibt es eine Menge Drama. Morgen werden wir 4 nach Hause schicken. Und wirklich unheimlich tolle Auftritte. Ja, es war leider eine Katastrophe. Und das werden wir uns natürlich wieder zusammen angucken. Aber ich habe es ja schon am Anfang der Folge versprochen. Ich wollte auch nochmal einen Ausblick darauf geben, ob es Deutschland sucht den Superstar eigentlich in Zukunft überhaupt noch geben wird. Denn ich weiß gar nicht, ob ihr das so mitbekommen habt. In dieser Staffel gab es doch einige Probleme. Und die haben insbesondere mit einer Sache zu tun, die beim Fernsehen nun mal einfach sehr wichtig ist, nämlich den Quoten. So schrieb insbesondere eine Zeitung, die ich mal rausgesucht habe. DSDS, erneuter Negativrekord. Nachdem DSDS im Februar die schwächste Quote in seiner Geschichte hinlegte, wurde diese am vergangenen Samstag, dem 12. März, noch einmal unterboten. Lediglich 9,3% Marktanteil erreichte die Castingshow und verlor in der Primetime gegen die Konkurrenz. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten 620.000 Zuschauer ein. Es ist bereits das 5. Mal in Folge gewesen, dass DSDS am Samstagabend weniger als 2 Millionen Menschen erreichte.
Und gerade diese 2 Millionen sind bei RTL wirklich eine ziemlich wichtige Grenze. Und in der Vergangenheit gab es schon sehr, sehr viele Shows, die wegen dem Unterschreiten dann auch abgesetzt wurden. Die Zeitung vermutet weiter, dem Neustart vom Supertalent ereilte ein ähnliches Schicksal. Auch hier ging der Plan nach hinten los. Die Folge, die Show wird nun ein Jahr pausieren. Die Zukunft der einst erfolgreichen Show ist ungewiss. Wird DSDS auch eine Kreativpause einlegen oder gibt man dem Castingformat noch eine Chance? Die aktuelle Jury überzeugt mit Fairness und Fachwissen. Geht so. Erhält weitestgehend sehr positives Feedback. Geht so. Wird man hier 2023 dennoch umstellen? Vielleicht bedient man sich ja bei der Konkurrenz und holt Stars wie Mark Forster oder Nico Santos. Diese erfreuen sich in Deutschland großer Beliebtheit und sind für viele junge Hobbysänger sicherlich große Idole. Naja, und ihr wisst es vielleicht, ich habe ja auch so meine RTL-Kontakte und habe mich ein bisschen umgehört. Und tatsächlich ist wohl die Rede davon, dass DSDS vielleicht entweder ein Jahr aussetzt oder es nochmal komplett auf den Kopf gestellt wird. Was aber wohl auch absolut sicher scheint, ist, dass diese Staffel erstmal noch komplett ganz normal bis zum Ende gezeigt wird. Ob das dann aber vielleicht die letzte Staffel DSDS wird, das ist zumindest nicht ausgeschlossen. Gut, dann sind wir jetzt auch am Ende. Ich hoffe natürlich, das Video hat dir gefallen und du gibst mir einen Daumen nach oben. Und heute wollte ich dich ganz gerne mal wieder auf meinen Langzeitpartner Zaster hinweisen. Und das ist tatsächlich mal eine App, mit der man wirklich Geld bekommen kann. Die machen nämlich für dich die Steuererklärung und da bekommt man dann im Durchschnitt bis zu 1000 Euro zurück. Wie das ganz genau funktioniert und so weiter, das guckst du dir am besten mal in dem ersten Link in der Videobeschreibung an. Da musst du jetzt eigentlich sowieso wieder draufklicken, denn sonst sind ich und dieser Wauzi ganz traurig.